Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schöntal, in den folgenden Minuten werde ich Fragen beantworten, die mir Schöntal TV übermittelt hat. Ich bin Gabriel Brümmer, 29 Jahre alt und trete zu dieser Bürgermeisterwahl am 10. Mai hier in der Gemeinde Schöntal an. Ich habe in Heidelberg Politikwissenschaften, Technik und katholische Theologie studiert. Kommen wir nun zur ersten Frage. Der Bürgermeister trägt Verantwortung für seine Gemeindemitglieder und dazu ist es hilfreich, sie zu kennen, um zu wissen, was sie betrifft. Seit Jahren nun verfolge ich schon das kommunalpolitische Geschehen in der Gemeinde Schöntal und sehe dort Platz für Veränderungen. Mein Vater war Realschullehrer in Krautheim, ehe er 2011 verstarb. Er lehrte mich, die Wurzeln und die Verbundenheit zur Gemeinde nie zu vergessen. Ich selbst sehe mich als kommunikativer Mensch. Und meines Erachtens nach ist es Kernpunkt eines Bürgermeisters, die Kommunikation mit den Bürgern. Transparenz. Die Entscheidungen, die die Verwaltung trifft, müssen für jeden Bürger nachvollziehbar sein. Und auch wenn kritische Entscheidungen getroffen werden, muss diese Entscheidung offen mit den Bürgern kommuniziert werden. Nur so kann eine Gemeinschaft entstehen. Die Stabilisierung des Finanzhaushaltes. Die Gemeinde ist hochverschuldet und es müssen Wege gefunden werden, diesen Haushalt zu sanieren, ohne den Bürger zusätzlich zu belasten. Die Gemeinde gehört jetzt schon zu den Gemeinden mit den höchsten Gebühren. Dies ist eine Herausforderung, die nicht einfach werden wird. Im Sinne der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit ist es immer vorzugswürdig, bestehende Strukturen natürlich zu erhalten. Auch in den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Schöntal Neubaugebiete erschlossen, obwohl viele Gebäude in der Gemeinde brach liegen oder es Baulücken gibt. Schöntal war schon immer geprägt von Agrarwirtschaft, jedoch gilt es zu beachten, dass Gewerbegebiete in der Gemeinde Schöntal oftmals kompliziert geplant werden und so kaum Platz für größere Betriebe gibt. Dies gilt es zu ändern, jedoch unter Zuspruch der Bevölkerung. Das Internet ist im 21. Jahrhundert als Minimum der Daseinsvorsorge zu sehen. Es gibt Neubaugebiete in der Gemeinde Schöntal, wie die Schelmenklinge in Bieringen, die ohne Internetanschluss erschlossen werden. Das kann in Zeiten von Homeoffice, von Homeschooling oder Industrie 4.0 nicht sein. Gerade für junge Familien ergeben Bauplätze ohne Internetanschluss keinen Sinn. Daher plädiere ich für einen flächendeckenden Ausbau von Internet in der Gemeinde Schöntal. Gerade unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, aber auch den finanziellen Lücken im Haushalt der Gemeinde Schöntal, gilt es, bestehende Strukturen aufrechtzuerhalten. Neue Strukturen können dort entstehen, wo sie notwendig sind, jedoch möchte ich dazu nichts versprechen. Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schöntal, mit Sicherheit werden Sie die Veränderungen in der Gemeinde Schöntal in den kommenden 8 Jahren bemerken. Sie werden wohl von kleiner Natur sein, dennoch zahlreich. Das beginnt mit mehr Transparenz in den Entscheidungen der Verwaltung, über mehr Dialog mit der Bürgerschaft bis hin zur Änderung eines simplen Verkehrsschildes. In erster Linie bin ich Realist. Das heißt, ich mache Ihnen hier und jetzt keine großen Versprechungen. Jedoch weiß ich auch, dass der Prozess der Veränderung ein schleichender Prozess ist. Und ich möchte für uns alle in der Gemeinde Schöntal, dass dieser Prozess in die richtige Richtung geht. Deswegen trete ich bei der Bürgermeisterwahl 2020 hier in Schöntal an und hoffe auf Ihr Votum und Ihr Vertrauen. Euer Gabriel.